Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Hausmeister Heinrich Bloch, nicht? Heute als badender Gast. Wir befinden uns direkt vor dem Hitradio-Antennewagen am Maschsee. Wir haben hier das Maschseefest und heute beginnt hier das Crazy Crossing. Und ich bin diesmal dabei als badender Badegast oder badende Badebeister, ist ja auch egal. Und hier haben wir schon die ersten Exponate. Wir filmen das einfach mal so ab, was es hier alles gibt. Moin! Welches Team seid ihr denn? Team Bauhaus. Team Bauhaus. Jo. Und ihr habt hier auch ein Boot mitgebracht? Aber zwei sogar. Falls das eine untergeht, haben sie noch ein zweites mitgebracht. Hier ist das Team von IKEA und das soll verkauft werden dann da? Ja, genau. Für einen guten Zweck? Ja, klar. Ja, super, das war gut, für einen guten Zweck. Meistbietend. Ja. Sehr schön, ja. Du bist der Schiedsrichter hier, oder? Dem englischen Königsbaby gespendet, damit es erstmal... Dem englischen Königsbaby? Auf jeden Fall. Ja, das brauche ich auch. Das ist fantastisch hier. Ich kann auch in die Jury von mir aus. Kann ich auch in die Jury. Das ist kein Problem. Also, ich komme in die Jury. Das finde ich gut. Welches Team ist das denn hier? Super Mario. Der Super Mario? Fantastisch. Da... Ach ja, jetzt sehe ich. Ding, 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 ding. Ja, 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 und sogar Musik dafür. Ja, oh, Wahnsinn. Klasse. Das machst du nicht zum ersten Mal, ne? Da? Machst du nicht zum ersten Mal? Nee. Das wievielte Mal bist du dabei? Fünfte Mal dabei? Ja. Hast du schon mal einmal gewonnen? Ich habe zweit letztes Jahr gemacht. Ja, ehrlich? Ja. Oh, fantastisch. Sind wir gespannt. Das Wichtigste ist ja, alle kommen ins Ziel, ne? Richtig. Oh, hier. Das ist auch mal interessant. Das ist Teamwork hier. Ich beobachte euch gerade dabei, wie ihr Spaß habt. Ja. Welches Team seid ihr denn? Wir sind das Team Valkyrie. Nee. Valkyrie? Der Ring der Nibelung, ne? Der Ring der Nibelung. Vom Theater oder von wo seid ihr dann? Ja, wir sind direkt aus Bayreuth. Aus Bayreuth? Ja. Ja. Weil wir haben diesmal wieder keine Karte bekommen. Ja. Wir waren unten und mussten dann hier wieder rauf, aber es hat nichts genützt. Ne? Fantastisch. Aber Gott sei Dank hat es nicht geregnet. Oh. Und ihr habt heute eure Valkyrie mitgebracht. Genau. Die Muse sozusagen. Ja. Nee, gar nicht. Eine ganz normale Schildjungfer, ne? Eine was? Schildjungfer. Schildjungfer. Ja, fantastisch. Das sieht ja auch schön aus, wie er da jetzt so gerade... Der ist schon den nächsten beim Aufbau hier. Fantastisch. Das ist unschwer zu erkennen. Deutscher Eishockeyverband wahrscheinlich, ne? Seid Deutscher Eishockeyverband? Nee, aber Hannover Indians. Ja. Ah, okay, verstehe. Ja. Und die sind ja jetzt sozusagen... Na, wir beerdigen heute das deutsche Eishockey komplett. Das ganze deutsche Eishockey. Nach diesem Sommertheater, wo er bis vor 14 Tagen nicht mal feststand, wer welche Liga spielt, außer die sogenannte Profiliga DEL, haben wir gedacht, wir machen das dieses Jahr komplett und beerdigen. Oh, okay, aber ihr versucht trotzdem, das rettende Ufer zu erreichen. Wir erreichen das rettende Ufer und werden auch auf jeden Fall das Eishockey wieder auferstehen lassen, mitten auf dem See. Wunderbar, das ist klasse. Dann schaue ich hier noch mal ein bisschen zu. Ja, ne? Ja. Wunderbar, das ist also hier... Direkt live vom Crazy Crossing in Hannover. Oh, ihr habt hier noch versteckt hier unter oder seid ihr schon fertig? Nein, wir sind noch nicht fertig. Noch nicht fertig, auch noch im Aufbau sozusagen. Genau, noch im Aufbau. Fantastisch, ja. Darf man schon wissen, wie ihr heißt oder euer Team? Surprise. Oh, Surprise. Ja. Fantastisch, ja, das passt ja dann auch dazu. Nicht? Surprise in Blau gehalten heute hier und Hauptsache, hast du Geburtstag heute? Nein, ja, aber ich wollte den Hut eigentlich gleich abgeben. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu deinem 18. Geburtstag. 16. Und dann darfst du gar nicht mitmachen. Sag eigentlich einfach, nicht. Du bist 18. Sag einfach, dass du 18. Ja, habe ich den anderen auch gesagt. Ja, super. Muss keiner wissen, ne? Nee, dann alles Gute dann, ne? Ja, danke. Fantastisch. Wie heißt du denn? Paul. Paul, ich mache dich berühmt im Internet. Paul ist heute 18 und sucht noch eine Freundin und ein Boot, wo er dann auch drauf stehen kann fürs Leben. Sieht so ein bisschen aus, als wenn das Della mitgemacht hat hier. Ach, und die Gulive-Ente und Kröpke, ah, da ist er ja schon, auch selber hier. Mr. Della sieht fast aus wie der Weihnachtsmann, das ist ja fantastisch. Ich hätte dich beinahe gar nicht wiedererkannt. Ich hab nur ein bisschen, komm, Küsschen, ja? Ich habe nur ein bisschen mitgeholfen. Ach, hast du nur ein bisschen mitgeholfen? Ja, ja. Das ist ja fantastisch. Wenn wir uns jetzt da vorstellen, dann bist du auch mit Boot drauf. Aber macht ja, ja nichts. Dann müssen, müssen wir uns drehen, ne? Ja, machen wir mit der Sonne, wenn du Lust hast. Dann gehen wir auf die andere Seite. Ich bringe ihn gleich wieder. Della, du hast ein bisschen mitgeholfen. Ja. Ich habe das sofort erkannt, dass das so deine Handschrift hat, das Boot. Ja. Weil du hast was drauf gezeichnet oder gemalt. Ja, ich hab's drauf. Ja, du hast es drauf. Ja. Und machst du selber heute auch mit oder hast du das nur gezeichnet, gemalt, gepinselt? Ich bin sozusagen der Captain an Bord. Der Captain? Fantastisch hier. Wir sind ja zu acht auf dem Floß hier. Ja.
Möchtest du wissen, wer da mit drauf kommt? Das wäre ganz gut. Ja? Ja. So, das ist, da kommen unsere drei OB-Anwärter. Die fahren mit. Nein. Ja, der Herr Waldraff, Herr Schlickau und Herr Schostock. Alle bei dir? Ja, Reihenfolge ist jetzt zufällig gewählt. Ja, natürlich, ja. Dann haben wir noch zwei Scorpions-Spieler, die fahren mit und zwei Maskottchen. Also wir sind das zu acht auf diesem Boot und ich hoffe, es wird uns tragen. Ja? Fantastisch. Dann, du hast ja auch schwergewichtige Personen mit dabei. Also ich meine jetzt nicht schwergewichtig vom Gewicht her, sondern vom Inhalt. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Verbindest du diesmal auch wieder eine Aktion damit, sage ich mal, irgendwas für einen guten Zweck? Oder wolltest du einfach mal die Politiker baden gehen lassen, falls ihr... Nein, wir wollen ja alle nicht baden gehen. Okay. Das ist, wenn du nochmal da auf die bitte drauf gehst, das ist nämlich das NKR. Das NKR-Boot. Ach, das also, mit dem Entenrennen ja. auch? Ja, genau, das Entenrennen, das kommt aber erst später. Ich glaube am 18. oder am 17., ich weiß nicht genau. Ja. Also es ist schon wieder für einen guten Zweck. Ja, so habe ich den Deller auch in Erinnerung, dass er immer was mit gutem Zweck macht, ne? Und das finde ich ganz großartig. Ja, dann toi toi toi. Ich mache übrigens auch mit heute. Ja, aber vom Rand aus. Ach so, okay. Gut, danke schön. Spaß. Dankeschön.